Heute ging es mal ins Harper Moor. Das liegt in der Gemeinde Zehrental im Landkreis Stendal, nordöstlich von Arendsee. Es hat ungefähr 296 Hektar. Und ist, wenn man von Arendsee Richtung Ziemendorf fährt, Ziemendorf natürlich passiert, und zwischen Ziemendorf und dem nächsten Ort, ich weiß gar nicht, Gollnsdorf oder so, nach ungefähr 3,9 Kilometern geht eine kleine Fahrradkreuzung rechts rein. Steht auch dran, Harpe 3,5 Kilometer. Aber nach, ich weiß nicht, 850 Metern oder so, kommt man dann auf diese Wiese, die sehr zerwühlt ist. Wildschweine? Tja, also mit Moor ist ja nichts mehr. Ich kann gut laufen. Ich versinke nicht, noch nicht. Mal gucken, was hier so Schönes wächst. Der Morgentau ist noch in den Stängeln drin, sieht schön aus. Ja, Wikipedia gab her, dass auf den Moorböden Königsfarn und Glockenheide wachsen. Und an Tieren gibt es Kraniche, gestern erst angesehen, Amphibien, Reptilien, wie zum Beispiel den Moorfrosch, die Kreuzkröte, Kreuzotter, dann diverse Fledermausarten. Die habe ich mir echt mal abgeschrieben, weil ich mir die Namen gar nicht merken kann. Braunes Langohr hat man schon mal gehört. Fransenfledermaus. Großer Abendsegler kennt man. Große Bartfledermaus. Und die Rauhautfledermaus. Ja, auf der rechten Seite gesäumt von Birken, vom Mischwald. Und auf der linken Seite im trockeneren Bereich sind die Nadelhölzer. Ein Vöglein. So, dann wollen wir mal aus der Wildschweinzone heraus. Ich bin jetzt vielleicht 200 Meter wieder zurückgefahren und spiele mal wieder Daniel Boone und folge dem Track der Tiere. Oder war es der Mann aus den Bergen? Ja, vielleicht kriege ich hier die seitliche Ausdehnung gut drauf. Das ist etwas leicht hügelig hier. Das ist, glaube ich, ein schöner Pilzwald. Arendsee, mal eine kleine Schleichwerbung, ist ein kleiner, etwas verschlafener Ort. Ist zwar ein Touristikort, ein Tourismushochburg in der Altmark, weil dort der Arendsee, der gleichnamige See, liegt. Mit 52 Metern war er der, oder nee, 50, und war er der tiefste See der DDR. Und es fährt ein Schaufelraddampfer. Naja, das Rad dreht sich nur so mit, ne? Da sitzen schon ein paar unten und rudern. In der Nähe des Arendsees bei Gestin oder Genzin, nee, ich glaube Gestin, gibt es auch die Faule See.
Gibt es auch schon ein Video von mir drin. Naja, für mich ist es eine Wiese. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich das als Moor bezeichnet hier. Aber hier wild, wa? Junge, Junge. Eine Weile ist schon her, denn es kommt schon neue Sprosslinge raus. Ein Hochsitz, Hochstand. Es ist schon ein trockenes Moor. Es nennt sich ja auch ein entwässertes Niedermoor am Südrand des Elbe-Urstromtals. An der Ecke war ich vorhin. Ja, so, das war der kleine Ausflug zum Harper-Moor. Am Fahrradknotenpunkt 61 geht's rechts rein. Harpe 3,5 Kilometer. Geradeaus. Und von dieser Kreuzung bis zum Harper Moor sind es 900 Meter. Und dann ist es rechte Hand. Tja, manchmal sollte ich auch die Augen aufmachen. Hier ist noch eine Karte, wie ich gerade sehe. So, Wittenberg könnt ihr lesen, Seehausen, Arendsee, Harpe. Und zwar ist es genau hier, ah nee, Quatsch, ah nee, das ist die Wöllerspitze. Was für ein Knotenpunkt, 61. Ach doch, dann ist es doch hier rein. Genau. Und dann ist es ungefähr, naja, müsste dann hier so sein. Also nicht bis Harpe fahren, auch nicht irgendwie von der anderen Seite. Es ist schon das Allergünstigste zwischen Ziemdorf. Goldendorf-Würlerspitze ist sehenswert, da ist die ehemalige Grenze zwischen Ost und West verlaufen. Und der Name sagt schon Würlerspitze, dass da die Grenze genauso den Verlauf hatte. Naja, Harper-Moor, es ist eine Wiese, eine trockengelegte Wiese. Kurz nachdem ich die Kreuzung vom Harper-Moor verlassen habe, zeigte links ein Schild in einen Waldweg hinein, kleines Karpermoor. Keine Ahnung, ob dieser kleine Tümpel damit gemeint ist. Also hier in der Nähe ist weit und breit nichts weiter zu sehen. Da geht's nach Gollensdorf. Das ist ein Forstweg. Da geht's nach Arendsee, 8, 9 Kilometer. Kleinkarpermoor. Ach so, Kleinkarpermoor hieß das nur. Muss ich mal über mein Auto drüber wegfilmen. Das sind bis dahin vielleicht, weiß ich nicht, 500 Meter bis zu dem Gehöft. Das muss doch mal was gewesen sein, denn hier sieht man rechts auf jeden Fall noch die ganzen Bäume von dieser Baumallee. Vielleicht war links auch mal was.